So, hallo, wir beschäftigen uns heute mal mit Netzteilen, kleinen Netzteilen, um ein Smartphone aufzuladen oder ein Tablet aufzuladen. Und da gibt es doch ein paar Unterschiede und eine einzige Sache, auf die ihr wirklich achten müsst. Ich habe mal ein paar Beispiele heute mitgebracht. Einmal ist so ein Mumbi-Netzteil. Das hat bereits hier, wie man sieht, fest verbunden den Stecker, USB-Stecker, Mini-USB-Stecker für das Smartphone. Dann haben wir hier welche, die getrennt sind. Einmal was von Samsung, einmal was von Huawei. Die Marke ist hier nicht so wichtig. Bei denen als Besonderheit, die gibt es meistens schon für 5, manchmal auch für 10 Euro. Der Unterschied ist immer die Leistung. Ja? Also quasi wie viel Ampere schafft dieses Gerät. Und dementsprechend mit wie viel Watt kann euer Smartphone geladen werden. Bei denen müsst ihr aufpassen. Oftmals gibt es das ohne Datenkabel, also ohne Adapter hier, Stromkabel, USB-Kabel. Das heißt, ihr müsst zusätzlich noch so ein Kabel hier kaufen. Ja, steckt das ein und verbindet es dann mit eurem Smartphone zum Aufladen. Also, die hier gibt es, die sind lose, da könnt ihr euch quasi das Kabel selber aussuchen. Das gibt es bis zu unglaublich langen Längen, also ihr könnt auch mehrere Meter USB-Kabel nehmen, wenn ihr das wirklich wollt. Also aufpassen, bei dem müsst ihr quasi damit rechnen, ihr müsst nochmal ein Kabel dazu kaufen. Wenn ihr so ein fertiges kauft, hier dieses Mumbi, hat zum Beispiel 1,4 Meter Kabel schon mit dabei. Ja. Könnt aber auch selber so ein kleines mit 10 cm oder 20 cm hat das glaube ich jetzt oder eben ein 2 Meter Kabel kaufen. So, wichtigste Sache, ich zeige es mal an dem hier, wichtigste Sache, auf die ihr wirklich Acht geben müsst, ist, wie viel Outputleistung hat denn dieses Netzteil immer. Ja? Und das sind immer 5 Volt wegen Kompatibilität zum USB-Port, aber das Wichtige ist, wie viel Ampere hat es, und das hat 2 Ampere. 2 Ampere, darauf müsst ihr wirklich achten. Das hier hat auch 2 Ampere. Und hier haben wir ein wirklich günstiges, das würde ich niemandem empfehlen, mit 1 Ampere. Je mehr Watt, also Volt Ampere, Volt mal Ampere, je mehr Leistung dieses Netzteil hat, desto schneller werden eure Geräte geladen. Und das kann man wirklich genau so sagen, wenn ihr ein Netzteil findet, ein Netzadapter, und der hat wirklich, ich glaube, der hier war es, nur 1 Ampere, dann könnt ihr davon ausgehen, ihr könnt euer Smartphone 4, 6, vielleicht sogar einen halben Tag laden. Und bei manchen sieht es dann so aus, wenn ihr einen hohen Stromverbraucher habt, mit einer großen Akkukapazität, also Smartphone meine ich jetzt, ja, dass ihr fürs Laden ein Drittel so lange braucht, wie quasi der Verbrauch von einem Smartphone ist, wenn ihr damit wieder spielt. Also kann man nicht empfehlen. Achtet also drauf. 2 Ampere, das ist das Wichtigste. Das ist die Geschwindigkeit beim Laden. Und dann habt ihr die Wahl, entweder ihr gebt eben 10 Euro aus und habt ein Kabel schon mit dabei, wie hier. Oder ihr gebt 10 Euro aus, wie hier, solche Geräte. Und müsst halt dann noch nach dem Kabel schauen, ob ihr eins habt. Oder einfach eins dazu kaufen. Preislich sind die meistens dann ziemlich gleich. Wobei diese fest installierten sind oftmals günstiger, wenn das Kabel mit dabei ist. Das ist ein Vorteil, ist also der Preis. Ein Nachteil: wenn ihr das Kabel selber bestimmen könnt, dann könnt ihr das Kabel auch gleichzeitig abnehmen, ja, abnehmen vom Netzteil. Na, typisch USB oder so. Abnehmen vom Netzteil und es auch als Datenkabel verwenden. Ja. Dann könnt ihr euer Handy auch gleich wieder übers Notebook anschließen oder über sonst irgendwie ohne auf die Musikdateien direkt zugreifen. Laden übers Notebook, laden über den Computer, müsst ihr aufpassen. Es gibt oftmals noch als kleiner Tipp, oftmals gibt es so ein USB 3-Port oft und der hat so eine Schnellladefähigkeit. Das heißt, er wird einfach mehr Leistung aufs Kabel gegeben und dann habt ihr den gleichen Effekt, als würdet ihr ein hochwertiges Netzteil verwenden. Ansonsten dauert das Laden über einen normalen USB-Port viel, viel länger als mit einem dieser Netzteile. So. Richtig spannend wird's mit einer Powerbank. Das ist jetzt eine Powerbank. Ihr seht schon, sie sieht meistens immer so aus. Auf der einen Seite könnt ihr es selbst laden. So, das heißt einfach einstecken und laden, und wenn ihr es wieder braucht, dann steckt ihr einfach entsprechend normal USB-Kabel hier ein und dieses andere Ende in euer Notebook, euer Smartphone, und schon habt ihr eine höhere Akkukapazität. Diese Powerbanks, da kommt es jetzt wirklich drauf an. Ja? Wenn ihr da jetzt wirklich ein Netzteil nehmt unter 2 Ampere, also nicht so eins, sondern zum Beispiel ein ganz günstiges, wie das, was meinem Handy dabei lag, dann werdet ihr es nicht schaffen, das Ding in 6 Stunden zu laden, denn es hat mehrere tausend Milliampere Kapazität und
Das dauert, also ich habe mal ausprobiert, nach 6 Stunden war sie immer noch nicht voll. Okay, das war schon zum kleinen Ausblick. Also, Fazit, wenn ihr es günstig haben wollt und trotzdem was Gutes haben möchtet, dann könnt ihr so ein kompaktes nehmen, das ein Kabel alles mit dabei hat. Ja, wie dieses hier Mumbi für 12 Euro. Die sind aber alle ungefähr ähnlich. Oder wenn ihr die Variation haben wollt, also die Möglichkeit, auch das Datenkabel mitzunehmen, dann könnt ihr auch solche Einzelsteckersysteme nehmen. Achtet auf jeden Fall auf 2 Ampere, also 2000 Milliampere. Und dass ihr auch ein USB-Kabel habt oder dass es mit dabei ist. Ist manchmal etwas teurer. Wenn es fehlt, könnt ihr euer Handy aber nicht laden. Okay, das war's schon. Dankeschön.